Ein neuer Tag bricht an. Zwei Tage später hält Eason einen Brief. Lieber Eason, ich habe beschlossen, dir einen Brief zu schreiben. Es wird das erste und letzte Mal sein. Wenn es wirklich stimmt, was du sagst, bin ich nicht da, wenn du diese Zeilen liest. Ich habe sie jetzt lange von weitem beobachtet und ich glaube, es geht ihr gut. Erwin und seine Mutter haben die Stadt verlassen und werden nicht zurückkehren. Jetzt lebt Kuri glücklich mit meinem anderen Ich und unserer Tochter. Ich möchte dir erneut danken, Eason. Du hast mich zurückgeschickt und ihr geholfen, ihre Zukunft zurückzubekommen. Ohne dich wäre es nicht möglich gewesen. Ich bin dir wirklich dankbar. Niemand weiß, was du getan hast, aber ein Mensch wird sich immer daran erinnern. Und ich vergesse nicht, dass du sie auch gemocht hast. Mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. Grüße deine Eltern von mir und pass gut auf dich auf, Derek. Onkel Derek. Ich habe noch etwas zu erledigen. Wohin soll ich gehen? Charaktere. Timothy, Pamela, Derek, Irvine, Mary, Jack, Vin, Ashley, Ben, Morris, Eva, Aaron, Olivia, Emily, Sarah, Jacob und Corey, Socks, Lucky und Shiloh. Ja, schauen wir uns mal die Rückblenden an. Welche Reihenfolge fange ich denn an? Ich nehme das hier. Komm her. Oh, nehmen wir das. Scheinbar konnte Olivia dem Unfall irgendwie aus dem Weg gehen. Die Einzelheiten der Rückblende wurden überprüft. Shiloh ist immer noch gerettet, das ist schön. Das ist das Kronos, so wie es heute aussieht. Die Einzelheiten der Rückblende wurden überprüft. Kronos, Zeit unbekannt. Im Kronos. Onkel Derek führt das Kronos mit seiner Frau. So sollte es wohl eigentlich aussehen. Guck mal, wie das steht. Das kaputte Fahrrad muss jetzt auch wieder in Ordnung sein. Olivia vor dem Unfall. Der Kühlschrank fiel, als Olivia aufsah, aber keiner wurde verletzt. Olivia hatte wohl recht mit dem, was sie sagte. Nehmen wir als nächstes das hier. Hier hat sich nichts verändert. Die Einzelheiten der Rückblende wurden überprüft. War sicher nicht leicht, alles wieder so hinzubiegen. Im Kronos, irgendwann vor kurzem. Wie üblich hängen wir alle wieder einfach nur ab. Irwin. Scheinbar hat er die Schule vorzeitig verlassen. Corey muss gesehen haben, wer es war. Einzelheiten der Rückblende wurden überprüft. Die Wanjings verlassen die Schule. Irgendwann 1989. Einzelheiten unklar. Die Schule. Irwin verließ die Schule, nachdem er mit Corey gestritten und sie vom Dach gestoßen hatte. Ja, wo sind die nur hin? Sollen uns nicht kümmern. Ich habe meinen Eltern gerade einen Uhrenkatalog gezeigt. Einzelheiten der Rückblende wurden aktualisiert.
auf meine Uhr anspielend, irgendwann vor kurzem, das Esszimmer der Kairos. Mich nervten Mom und Dad, weil ich eine brandneue Uhr zum Geburtstag haben wollte. Kurz danach hatte mir Dad diese Uhr zum Geburtstag geschenkt. Und das bin ich. Einzelheiten der Rückblende wurde überprüft. Ich schlafe. 7. Mai 1989. Das ist der Tag, an dem ich den Holopen geerbt habe. Ich glaube, da stimmt das nicht so ganz. Mein Schlafzimmer zu Hause. Vielleicht habe ich in jener Nacht gar nicht geträumt, dass Mom und Dad einen Unfall hatten. Ich denke mal, das soll 2008 sein, weil das ist ja... Denke ich mal. Ja, das ist bestimmt ein Fehler. Gut, dann gehen wir mal ins Kronos. Oh Mann. Da heißt Aaron. Was macht er da? Selbst mit einem neuen Anstrich sieht das Fahrrad aus wie ein Haufen Schrott. Ich kann mir einfach kein neues leisten. Was soll ich nur machen? Olivia scheint ihn um ein neues Fahrrad gebeten zu haben. Das ist aber auch dreist. Man fragte seinen Freund nach einem neuen Fahrrad. Hallöchen! Oh, diesmal zum Glück ohne Uniform. Hey, Easy. Oh Gott. Hey, Ethan, hier drüben. Können wir uns hier irgendwie umsehen? Sehen wir irgendwo? Nee, tun wir nicht. Morris lernt wie immer. Ich frage mich wirklich, was daran so toll ist. Irgendwann frage ich ihn mal. Wind kippt sich wie immer nur vom Feinsten hinter die Kiemen. Ob Ben noch immer ein Auge auf Olivia hat? Trink aus, Junge. Oh, Onkel Derek. Der andere Onkel Derek. Was ist? Es ist unhöflich, jemanden so anzustarren. Tut mir leid. Wie geht's deinen Eltern? Danke, gut. Wie wär's? Habt ihr Lust, all zusammen auf einen Kaffee vorbeizuschauen? Ich richte es ihnen aus. Viel Spaß. Hey, vor kurzem habe ich seine Frau gesehen. Wen? Sie hat in der Küche geholfen. Eine wahre Schönheit, sag ich euch. Wirklich? Was ist... Die Familie des Besitzers, ein Haufen Schönlinge, oder was? Seine Frau? Das kann doch nur... Cori sein, natürlich. Was ist, Mann? Du guckst so selten dämlich aus der Wäsche. Ich? Schon gut. Versuch mal nochmal reinzugehen. Willkommen. Deine Freunde sind allerdings schon auf dem Heimweg. Weil eigentlich... Sie sind schon weg. Es hat sich kein bisschen geändert. Gar ein bisschen geändert. Komisch. Gut. Dann gucken wir uns die anderen Orte nochmal an. Ja. Ich bin Ethan Kairos. Mein Name ist Jacob 11. Du kannst mich Jacob nennen. Und mein Hund heißt Lucky. Gern. Mein Freund hat auch einen Hund. Ihr Name ist Chilo. Vielleicht können wir sie irgendwann mal zusammen ausführen. Klar, warum nicht? Bis später, Ethan.
Gehen wir mal in den Park. Und den Rest von der Stadterkundungstour sehen wir dann im nächsten Video.